Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute habe ich eine Bitte an euch bzw. einen Aufruf an alle, die das sehen. Ihr müsst mir nämlich mal helfen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es geht um meinen Account, meinen großen Hauptaccount Ivar Scharf. Level 40, Team Gelb. Die anderen sind ja auch alle Team Gelb. Ich hatte ja zwei Rote dabei. Die habe ich dann gewechselt natürlich, dass die alle gelb sind. Und mein YouTube-Kanal heißt ja natürlich Ramses der Dicke. Und mein Pokémon-Account heißt Ivar Scharf. Mit dem ich immer unterwegs bin, mit dem ich spiele, wo ich mich bei Raids beteilige, wo ich mich in Arenen reinsetze und so weiter. Das kommt natürlich manchmal zur Verwirrung, gerade wenn die Leute hier auch immer ihre Freundschaftscodes unten hinpflanzen und dann sagen, jo, kannst du mich mal adden oder so. Und wenn ich dann Platz habe, mache ich das natürlich auch, sortiere auch oft aus. Leute, die jetzt seit 3 Wochen da drin sind, das Geschenk von mir nicht geöffnet haben, selber auch nichts geschickt haben und sie wirklich gar nichts getan hat, dann fliegen die nach einer Zeit natürlich auch wieder raus. Und ja, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, denn wenn ich da Leute adde, habe ich es auch schon erlebt, dass welche gesagt haben, was, Ivar Scharf, das bist du, das wusste ich doch nicht, ich habe mich immer gewundert, wer das sein soll, denn die schicken ihren Code hier rein, ich adde die dann und die sehen einfach nur, Ivar Scharf möchte mit dir befreundet sein. Die wissen dann gar nicht, dass ich das bin, weil die dann davon ausgehen, dass ich ja Ramses der Dicke heiße und... ja, jetzt weiß ich eben nicht, was ich machen soll, habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich meinen Pokémon-Account vielleicht umbenenne, wie eben meinen YouTube-Kanal, weil viele machen das ja, die kennt man dann ja natürlich und so sieht man auch, wenn man mal unterwegs ist, ach hier, das ist doch der, dieser Hurensohn, dann müssen wir gleich den aus der Arena raushauen und so weiter, aber... jetzt habe ich noch ein anderes Problem dabei, denn es wäre ja zu einfach, wenn ich jetzt einfach meinen Pokémon-Account nehme und benenne den um in Ramses der Dicke. Und dann sieht jemand, ach der, okay, alles klar, denn ich hänge eigentlich an dem Namen und habe mir mit dem Namen jetzt so viel aufgebaut, also diesen Ivar Scharf. Das ist ja schon ein richtiger Gag und Leute kommen und schicken mir immer Bilder, wenn sie irgendwo einkaufen sind. Denn ich habe es ja schon mal erwähnt. Ivar ist ja im Prinzip diese kaukasische Paprika-Gewürzpaste. Die gibt es überall in Supermärkten von verschiedenen Herstellern, von Kattos, von Rewe, von Dittmann, von keine Ahnung was. Und da gibt es natürlich verschiedene Sorten. Da gibt es Ivar scharf, dann gibt es aber auch Ivar mild, es gibt sogar Ivar pikant, glaube ich. Und ich habe dann eben, weil es mein Hauptaccount war, habe ich den Ivar Scharf genannt, weil das war der große, brutale, fette Account. Als ich mir einen zweiten Account gemacht habe, habe ich gedacht, ja, der ist ja nicht so krass wie der Scharfe, der ist ja nur so eine abgespeckte Version, also habe ich den dann Ivar Mild genannt. So hatte ich den Scharfen und ich hatte den Milden. Und ich habe damals von einer ehemaligen guten Freundin einen Account geschenkt bekommen und habe den dann umgenannt, weil ich dann einen dritten hatte sozusagen, der aber noch schwächer war auch als mein zweiter Account und das war dann sozusagen die softe Version davon. So hatte ich dann auf einmal Ivar scharf, Ivar mild und Ivar soft. Hey! Und das hat immer so gut gepasst, auch wenn ich mit 3 Handys unterwegs war und einen Raid gemacht habe und dann, Ivar scharf, Ivar soft, Ivar mild, was ist das? Oh, das ist ja auffällig. Und die Leute haben sich dann immer gefreut auch, haben mir dann auch immer Bilder geschickt, so, oh, ich habe dich heute im Regal gesehen. Und haben mir immer Bildchen geschickt von ihren komischen Ivar-Pasten. Dann ging es sogar so weit, dass ich mir nochmal einen Account gemacht hatte später, weil die anderen zwei waren ja rot die ganze Zeit. Der milde und der softe waren rot und ich wollte aber noch einen gelben Account haben. Also habe ich mir einfach einen Ivar Kids gemacht, weil das ist das Baby von allen. Neben scharf, mild und soft kommen dann einfach Ivar Kids. Das ist kein Kids-Account, der heißt einfach nur Ivar Kids. Und so hatte ich dann 4 und die Reihe war vervollständigt. Mittlerweile konnte ich also auch die Teams wechseln. So ist soft und mild jetzt auch gelb statt rot. Mace seinen Account schleppe ich auch öfters mit rum, da habe ich auch schon überlegt, ob ich den vielleicht umbenenne, dass er eben auch dazu passt. Der ist nämlich auch gelb und das wäre dann richtig lustig, dann hört man auf einmal Ivar scharf, Ivar mild, Ivar soft, Ivar kids und am besten noch Ivar kotz.
Die Idee fand ich eigentlich richtig lustig dann. Eimer Kids und Eimer Kotz, weil das hängt dann, dann schon zum Hals raus, so viele Eiwas zu haben und so viele Eiwas zu sehen. Oder wer so viel Eiwas isst, der muss auch kotzen. Und oder wenn ich mich in die Arena setze mit 20 Accounts, dann kotzen die Spieler. Und deswegen fand ich das lustig. Das hat ja eine Geschichte dahinter. Also Eiwas scharf, Eiwas mild, Eiwas soft, Eiwas kids, Eiwas kotz. Das hört sich doch richtig cool an, wenn man das in einer Linie so durchweg sagt. Jetzt wäre das Problem, wenn ich den großen Account natürlich umbenenne, dann habe ich kein Eiwas scharf mehr. Dann habe ich plötzlich Ramses der Dicke und Eiwas mild, Eiwas soft, Eiwas kids, Eiwas kotz. Da fehlt irgendwie was. Der Ramses ist zwar da, aber der steht plötzlich alleine. Das ist Ramses. Und das sind die Eiwas. Er hat die Eiwas-Familie verlassen. Warum? Warum hat er das gemacht? Oh mein Gott. Und ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Das Problem halt wirklich, wenn ich Leute adde, es weiß keiner, dass ich das bin. Die jetzt das Video nicht kennen oder sich nicht so genau, nicht genau da drauf gucken, wenn ich Material aus dem Spiel zeige, dass da Eiwas scharf steht, rechnen die halt damit, wenn ich die adde, dass da Ramses steht. Aber da steht halt Eiwas scharf einfach. Und eigentlich möchte ich den Namen ja behalten, aber irgendwie ist es auch Quatsch, denn ich habe den damals genommen, weil ich keinen anderen wählen konnte. Ich habe da Sachen eingegeben: MC Ramses, Dorfmonster, sonst was, Ramses 9, irgendwie so lauter Sachen, was eben mit mir zusammenhängt, aber das ging alles nicht. Und das saß ich hier und habe gerade Brot gefressen und hatte da eben ein Gläschen Eiwa-Paste stehen, was ich eben immer dazu gegessen habe, mir überall draufgeklatscht, auch bei Döner, erstmal ein ganzes Glas Eiwa draufgeschüttet. Weil ich das gerade gegessen habe und das war scharfes Eiwa, habe ich einfach Eiwa scharf eingegeben und dann, hey, funktioniert, da ist es. Und seitdem habe ich diesen Namen behalten und fand den immer cool, aber ich bin mir jetzt echt unsicher, ob ich den wechseln soll, ob ich den behalten soll. Ich bin ja jetzt Ramses der Dicke, es kennt dann ja jeder darunter. Man kennt mich als MC Ramses, weil ich ja auch Musik mache und Hip-Hop-Videos und Rap und meinen eigenen Kanal da habe. Oder als MC Ramses, der auch im NHR-Battle, meinem eigenen Turnier, da eben so Battle-Zeugs macht und alles. Und Ramses der Dicke, jetzt der Kanal, da müsste ja der Pokémon-Account vielleicht auch Ramses der Dicke heißen. Ich weiß gar nicht, ob der Name überhaupt verfügbar wäre. Aber wenn ich es dann ausprobiere, dann ist es zu spät, dann gibt es keinen zurück. Deswegen natürlich die Frage an euch: Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Würdet ihr euch umbenennen? Würdet ihr euch so nennen wie euren YouTube-Kanal, damit das eben einheitlich ist? Und bei Hong ist das ja auch so: Hong und Friends. Der heißt ja dann auch im Spiel Hong, Hong. RWE, nein, Hong irgendwas, keine Ahnung. Und beim Julian war das ja auch so. Der coole Julian, der leider keine Videos mehr macht, glaube ich, die ich früher aber immer geguckt habe, der war mir immer sympathisch. Der heißt ja auch Julian FGU im Spiel. Also, das ist ja übernommen. Ihr könnt von dem YouTube-Kanal auf den Pokémon-Account schließen. Was hier ja eben nicht so ist. So stehe ich nun da im Zwiespalt und weiß nicht, was ich machen soll. Eiwas scharf lassen, damit es zu den Eiwas passt. Oder Ramses der Dicke. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich weiß nämlich echt wirklich nicht, was ich machen soll. Aber ihr könnt mir da sicherlich helfen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich meinen Namen behalten soll, Eiwas scharf. Oder ob ich ihn ändern soll in Ramses der Dicke. Und wenn da ein paar Sachen zusammengekommen sind, vielleicht nimmt mir das ja die Entscheidung ab. Oder auch nicht. So viele werden es sicherlich eh nicht sein. Es werden sicherlich dann vielleicht zwei Kommentare da stehen. Der eine sagt behalten, der andere sagt wechseln. Und dann bin ich genauso weit wie jetzt. Aber das sehen wir dann. Und das hat ja Zeit, das rennt ja nicht weg. Obwohl, je mehr Leute ich adde als Eiwas scharf, desto mehr Leute sind verwirrt. Da brauche ich mich nicht wundern, wenn keiner was öffnet oder keiner was schickt, weil die dann denken: Was ist denn das für ein Kümmeltürke? Dem brauche ich doch nichts schicken. Eiwas scharf, hä? Jetzt geht's wohl los, raus aus der Liste, raus aus Deutschland. Aber so müssen die Leute doch nicht denken. Ist doch der Dicke, ne? Rein in McDonald's auf jeden Fall. Das war's trotzdem jetzt von meiner Seite aus. Wie gesagt, schreibt mal eure Meinung bitte unter das Video und sagt mir mal, was ihr machen würdet. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Eiwas scharf, nein, euer Ramses.